So, hallo, wir machen weiter bei Jump 2. Letztes Mal hatten wir ein Rätsellevel und ein Level, in dem wir einen Knopf nicht loslassen durften. Jetzt haben wir den Zodiac Rider vor uns, der von Electric Angel ist. Hatten wir schon ein paar Mal. Electric Angel war Snorr und Pyro. Ah ja. Das Ding ist also an meiner Seite die ganze Zeit. Okay. Das dürfte es relativ angenehm erstmal machen. Weil dann werde ich ja sicher immer getroffen. Also der kann, ich kann es gar nicht verfehlen, ne? Der ist genau da, wo ich bin. Ich kann ihn gar nicht verfehlen. Das ist doch schon mal ganz cool. Jetzt ist die Frage, an der Wand stoppt er, oder? Nee. Ah, aber der... Bräuchte man Leben? Okay. Das war witzig. Das war nicht so witzig. Okay, Swamps. Mehr Swamps. Die können eigentlich alle mal sich verziehen. Er geht also nicht kaputt, aber er kann natürlich dann so... Oh, wait. Hätte ich die Shell gebraucht? Da komme ich jetzt niemals drüber. Okay. Wie hätte ich da drüber gesollt? Ach so, ich muss das nutzen. Ich bin dumm. Ich dachte, ich muss den ausweichen. Stattdessen nutze ich das, dass es den hochknallt. Ach so. Ich muss dem gar nicht ausweichen. Ich muss das nutzen, dass es den... Das ist ja super lustig. Oh oh. Achso, jetzt hätte ich hier eigentlich... Ja, egal. Ah, da. Scheiße. Das ist ja super lustig. Verstanden. Das ist natürlich kein Natural Behavior. Ich dachte, wenn er praktisch getroffen wird, in dem Moment kann ich ihn nicht berühren oder so. Im Gegenteil. Dann erst recht. Ah. Ich kann ihn also dauerhaft, egal wie oft, ich kann ihn immer wieder berühren. Das ist ja witzig. Lass erstmal die Shell raus. Den Cooper. Tschüss. Dann haben wir da alle Zeit der Welt. Okay, dann halt nicht. Ich komme ja drüber. So ist es ja nicht. So. Okay, ich muss den auslösen und dann... Okay, verstanden. Ah, das war dumm. Okay. Vielleicht jetzt mal richtig. Na, der muss eigentlich in die andere Richtung. Ah, das Gimmick ist super witzig. Das feiere ich ja gerade übel. Okay, jetzt muss ich ihn hier treffen. Nice. Okay, jetzt muss ich da den on... okay, das ist ein bisschen fies, dass man da so gekillt werden kann. Nice. Jetzt behalten wir mal den Pilz. Sagte er. Und verliert erstmal den... Nein! Ah. Und verliert erstmal den Pilz. So, neuer Versuch.
Hier kamen wir durch. Da haben wir Quatsch gemacht. Nee, nee, hier haben wir Quatsch gemacht. Da war's. Nice. Und jetzt hier drüber und dahin. Cool. Ey, das ist ein super cooles Gimmick. Gefällt mir bisher sehr gut. Hätte ich da ohne Hit durchgekonnt? Oh, jetzt darf ich den nicht einsammeln. Oh, jetzt wird's eine Avoidance. Jetzt wird's eine Avoidance, weil sobald ich den Stern einsammle, rausche ich ja durch das Ding durch. Also, böser Stern. Oha. Oha. Okay, jetzt muss ich die Shell loslassen. Also losschicken. Yo! Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass sie dahin zieht. Okay. Okay. Moment, aber jetzt bin ich ja klein. Wie soll ich ihn jetzt? Ach. Es sind ja Netz-Koopas. Ja, klar. Logisch. Hätte ich auch mal dran denken können, ne? Dass die so funktionieren. So, jetzt mal wieder hier. Jo, das war vielleicht ein bisschen... Bald? Nee, es passt. Okay, so. Okay. Nachdem die Shell... Mist. Nachdem die Shell sich hier entscheidet, direkt nach rechts wegzuzünden und ich das vorher nicht wusste, ist jetzt die Stelle deutlich einfacher. Auch wenn ich gerade gestorben bin. Ich dachte erst, ich muss irgendwie vielleicht so hier durch, aber, ne? Dass ich da so einen Drehsprung durchmachen muss. War aber Quatsch. War aber Quatsch. Müsste aber, glaube ich, auch gehen. Ja, würde auch gehen. Ach, jetzt kriege ich die Stelle nicht mehr hin. Mensch. Vielleicht darf ich durch die Röhre? Danke. Easy. Hier hat man auch noch nie Probleme. Hier hat man auch noch nie Probleme. Hier hat man auch noch nie Probleme. Das ist eine Stelle, die kann Probleme bereiten, aber bisher hatten wir keine. Ich denke auch, das war jetzt nicht so gut. So. Das ist natürlich ungünstig, wenn das passiert. Und sich die Shell einfach mal aus dem Leben verabschiedet. Okay, so und jetzt kann ich das eigentlich ganz gut timen. Das dürfte jetzt doch eigentlich kein Thema sein. Easy. Easy. So. Ich kann da erstmal rein. Da passiert mal noch erstmal noch gar nichts. Wenn ich den jetzt drücke, kommt die Shell. Und die Sterne. Aber die Sterne interessieren mich ja gar nicht. Weil ich hier ja einfach durchkomme. Oh no, nicht schon wieder. Ich warte, bis der Cooper rauskommt. Sonst habe ich da sonst zu viel Zeitdruck. Zeitdruck braucht man nicht. So. Muss ich den da oben reinzünden? Scheinbar. Aber wahrscheinlich geht es auf Zeit oder so. Kann das sein? Ich war zu schnell. Der muss das eigentlich nur auslösen und dann muss ich mit dem Cooper da hochkommen. Aber jetzt war ich zu schnell. Also von wegen, es geht auf Zeit. Das war jetzt nicht so gut.
Das war jetzt auch nicht so gut. Das war schon besser. Das war wieder nicht so gut. Hä? Der hat es jetzt gar nicht ausgelöst. Ja, das nützt mir jetzt nichts. Das nützt mir jetzt gar nicht. Ach so, also das ist so eine Mischung aus schnell und langsam sein. Jetzt passt's. Ich muss das halt sehen, okay. Jetzt einfach da drüber. Ja, cool. Oh Himmel. 3 Sterne. Und die sind auch noch nicht so... Die sind nicht so gut... Das kriege ich aber hin, indem ich da nur 2 oder 1 draus mache. Na? Ja. Sind schon noch 2. Sehr schön. Über 2 müsste ich easy drüber kommen. Nice. Okay, da oben kommt ein Pfahl. Das war nicht so gut. Wenn er weggeht, dann drüber. Nice. Okay. Und jetzt bleiben wir in den Dingern drin. Ach so, schon vorbei. Schon vorbei. Schade. War cool. War eine coole Idee. Hat mir gefallen. Sehr schönes Level. Sehr schönes Level. Ach, und jetzt ist der Weg hier fertig. Okay. Okay. Dann haben wir das jetzt auch gesehen. Dann haben wir hier jetzt soweit alles gemacht. Das hier kann ich noch nicht machen. Dafür muss ich den Controller anschließen. So. Dann können wir erstmal hier den ganzen Weg zurück jetzt, ne? Sternwelt brauchen wir auch erstmal noch nicht weitermachen. Oh, dann spielen wir doch in die Richtung. The Bang Gang. Von Mysterious Ghost. Und das ist von Koopstar. Ach, das ist halt so diese alten Beat'em-up-Spiele. Ja. Sowas. Deswegen Gang. Also diese alten Beat'em-up-Spiele symbolisieren wahrscheinlich. Wo man dann gegen die alle gekämpft hat und so. So Turtles war so ein Spiel zum Beispiel. Okay. Au! Nee, das sehe ich nicht. das war ja doof. Aua, das war ungünstig. Bitte kein Feuer auf mich. Gib mir den Pilz. Dankeschön. Wieso? Wie komme ich an den Pilz ran? Komme ich überhaupt an den Pilz ran oder ist der Bait? Der Pilz ist Bait, ne? Ah. Ach Mann. Ich weiß gerade nicht den Text, aber... Ah, ne, das... Jetzt habe ich über das Lied nachgedacht. Irgendwas Eastern Boys and Western Girls. Arena. Western Girls. Ich habe das Lied schon erkannt. Okay, da kann ich auch nicht durch. Oh, wait. Oh, wait. Das ist jetzt ungünstig. Okay. Der muss erstmal weg. Ah, das habe ich blöd gemacht. Ich muss den erstmal, okay, ich muss den erstmal loswerden. Dann den und jetzt den. Oh, wie komme ich denn da rüber? Hä? Ich komme nicht rüber. Kann er mich durchschieben?
Oh, das wäre schon das Level gewesen, okay. Ja, hätte man am Stück spielen können. Hätte man, aber gut. Haben wir jetzt ein bisschen schnell durchgemacht, ne? War jetzt nichts Besonderes, war aber auch nichts Schlimmes. Deadly Seven Mikhoff, kennen wir noch nicht, hat, beziehungsweise ist N-Angel, N-J-E-N-J-L geschrieben. N-Angel, keine Ahnung. Mario spendiert 10, also Mario gibt 10 Dollar aus, um zum Zoo zu gehen. Okay, Mario stirbt erstmal im Offscreen. Ist das das Level? Ja. Ja, okay. Lol. Der hat die Credits genommen und zu einem Level umgebaut. Hi. Wait, aber das gab's nicht, ne? Money und Money gab's. Money gab's nicht in den Credits. Es waren nur die Sprites, ne? Also es ist nicht nur die Credits, es sind auch ein paar neue Sachen dazu gekommen. Okay. Ah, ich hab's nicht getroffen. Gib mir den Pilz. Und dann mach dich weg. So. Ja, genau so sehen Rex aus. Richtig. Charging Chuck. Aua. Aber kommt dann hier am Ende auch die ganzen... Genau, das gab's auch. Und am Ende kommen doch die ganzen Koopalinge. Okay, das ist neu. More Money. Das gab's tatsächlich nicht. Die Pflanze gab's so auch. Luigi. Genau. Kann ich da runterfallen? Ja. Okay, war ein Test. Ah, jetzt, ich wollte Luigi nicht einsammeln. Wiggler. Ach so. Hä, ist das schon das ganze Level? Moment. For real? Ich dachte, jetzt kommen die ganzen anderen Abschnitte noch. Die Idee war interessant und dann hat er keinen Bock mehr gehabt. Du hättest doch noch viel mehr Abschnitte gegeben. Ne, wenn wir die Credits uns anschauen, da gibt's ja... Wartet mal kurz. Ich setze hier ein State, so. Ich lade schnell irgendeinen Hack, wo man direkt die Credits sehen kann. Ach so, nee, ich komme nirgendwo jetzt ganz schnell in die Credits. Dafür müsste ich jetzt ja irgendwas durchspielen wahrscheinlich, ne? Scheiße. Was ist das? Ah, waren da Credits? Ich glaube nicht. Ah, ich habe da eh keine States gehabt. Da waren keine Credits am Ende. Waren bei Magnolia am Ende Credits? Ich glaube auch nicht. Und selbst wenn... Dann ist... Nee, ja, das hier war am Ende. Aber das sind ja keine Credits. Ach, Mist. Wo könnten denn Credits am Ende gewesen sein, die ich ganz schnell bekomme? Bekomme ich jetzt nicht, ne? Ach, Kacke. Die meisten machen ja mittlerweile eigene Credits und dann kommen ja auch nicht mehr die normalen, typischen Nintendo-Credits. Ah, Mist, jetzt wollte ich da kurz rein, aber nee, funktioniert nicht. Ihr wisst aber, was ich meine. Da kamen noch ganz viele andere Bilder, auch unter Wasser und so kam ja ganz viel Zeug. Egal, Mario breaks into a house. Okay, Mario ist ein Einbrecher von Mysterious Ghost. 2 Exits. Ist ja auch rot. Und Mysterious Ghost ist
Hat man nicht gerade schon Kupste? Ein Déjà-vu? Okay, das ist das Haus, wo Mario einbricht. Das macht man aber nicht. Erstmal einen Pilz fressen. Okay. Ich konnte nicht Okay, jetzt geht's wieder. Ich dachte gerade, vielleicht ist das Gimmick, aber ich konnte einfach nicht schwimmen. Keine Ahnung, was das gerade war. Jo, der geht durch die Wand durch. Das ist frech. Mach dich mal weg. Kollege. So. Okay, jetzt muss ich den da unten auslösen. Der kommt wieder hoch. Du bist ja ganz besonders frecher. So, tschüss. Bin ein bisschen zu bald rüber, da ist er wieder hochgezogen. Jetzt ist er weg. Warte! Der muss mal ganz weg. Ist er jetzt ganz weg? Oder kommt er da wie... Okay, der kann nicht ganz so weg. Verstanden. Ah, der darf aber auch nicht ganz weg. Ich brauche den sogar so ein bisschen. Nee. Ach nee, ich muss über die Viecher gehen. Gar nicht mit ihm. Okay. Ist schon der erste, über den ich gehen muss. So, passt's jetzt. Perfekt. Okay. Und jetzt zieht er hier aber wieder hoch, der Kollege. Hilfe! Aber es gefällt mir nicht, dass das Ding ein Secret Exit hat, weil das muss ich alles dann nochmal machen. Tschüss erstmal. Nee, geh weg. Okay, jetzt schnell. Unter ihm durch. Nein, oh Mist. So, hier kann er mir eine ganze Zeit lang nichts. Oh, wahrscheinlich kann man in irgendeine Röhre rein. Die schon mal nicht. Oh Gott, was? Ah, okay. Gehe hier einfach rüber. Kein Problem. Jetzt kommt er hier wieder. Und freut sich. Okay, den Pilz braucht man nicht. Jetzt geht's hier. Ah, verstanden. Es geht einmal hier weiter. Aber es würde auch hier weitergehen. Ach so, das ist direkt das Secret Exit. Okay. Pufferfish, who just gave you a ride, was getting to befriend you, and now he's dead. His name was Puke. Hope you're happy with what you have done. Ja, bin ich. Marios 4-Sekunden-Abenteuer, okay. Machen wir erst den Rest von dem Level. Jetzt mal ein bisschen schneller hier. Haben wir alle schon gesehen jetzt. Schneller wird's nicht. Bla 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 bla. Egal. Die Idee mit dem Fisch ist ja an sich ganz lustig. Da kann man nichts sagen. Da kann man wirklich nichts sagen. Das war dumm. Das war auch dumm. Komm, lauf einfach selber in den Abgrund. Achso, du läufst nicht in den Abgrund. Ja, mach doch, was du willst. Ha! Ausgetrickst! Jetzt kommt nämlich nur eine Kanone. Hihi! Edgy-Bay. Oh mein Gott. Okay. So, hier gibt es wieder gleich einen Pilz, den ich gleich wieder verliere. Da brauche ich eigentlich gar nicht einsammeln. Wir nehmen ihn mal mit.
Vielleicht schaffe ich es ja, ihn zu behalten. Nö, schaffe ich nicht. Und dann kommt hier eh schon die Röhre. Passt. Ich habe vergessen, dass noch was anderes kam, bevor die Röhre kommt. Okay. Komm auch so hier hoch übrigens. Ich brauche den Fisch gar nicht. Ach ja, das kam ja auch noch. So. Röhre für mich. Was kommt jetzt? Ach, das ist doch... Den Midway Point direkt... den Secret Exit direkt zum Ziel zu setzen, das ist doch dämlich. Wait, was steht da drin? Ach, ich kann es nicht lesen, okay. Ich dachte, ich kann es lesen. Kann ich nicht. Okay, 4 Sekunden Abenteuer. Mal gucken, was das ist. Von Deadly Seven Mikov. Den hatten wir auch schon mal irgendwann. Und Deadly Seven Mikov ist... Ach ja, dieser ENJL-Typ. Also, dann 4 Sekunden Abenteuer. 4 Sekunden sind schon rum. Was? Was war das denn jetzt? Und warum war das da? Alter! Bezieht sich das auf die 4 Sekunden? Ach so, verstanden. Das sind einfach sehr lange 4 Sekunden! Oh je, okay. Na gut, gehen wir es an. Gehen wir es mal ordentlich an. Krieg ich einen Pilz? Natürlich nicht. Aber lauter Hidden Blocks kriege ich. Mensch. Toll! Noch mehr? Nein, okay. Zwei. Ja, toll! Gehen die einfach komplett beide hoch. Ja, das war's jetzt wohl. Oh, oh! Okay. Ich dachte, ich kann's retten, aber... sah dann nicht so aus. Aber dann kann ich doch mit den ersten Koopas direkt da hoch. Ich meine, ich kann direkt da hoch. Das war dumm. So. Ab jetzt ist neu. Muss ja gestehen, ich habe mir unter dem Namen 4 Sekunden Abenteuer irgendwie was Spannenderes vorgestellt. Oh, na toll, das hat nicht funktioniert. Aber leider war es dann doch nicht so spannend wie erwartet. Wait, was ist da oben? Ja, gut, dass ich einen Pilz hatte. Alter. Das habe ich nicht gesehen, dass da offen ist. Aber ja, da ist offen. So, was habe ich jetzt da oben? Kann ich da was abschießen? Was ist da oben gewesen? Man weiß es nicht. Also ein halbes Troll-Level hier. Uff. Ah, die sind ja... Okay. Oh! Cool, dass ich den vorn bekommen habe.
Wie? Wieso ist der andere eigentlich eher runter und... Hä? Die hatten irgendwie einen anderen inneren Timer, als sie haben sollten. Pilz... Na, der da unten zieht als erstes weg. Und die anderen bleiben einfach. Und hier sagen sie dann aber auch Tschüss. Ach du Schande. Alter. Jo, du hast überhaupt keine Ahnung, wann du was wie losschicken. Oh mein Gott. Okay, der bleibt am längsten. Ach Gott sei Dank. Oh, ich sehe schon kommen, das ist noch nicht zu Ende. Jetzt gehe ich nämlich durch eine Röhre, jetzt passieren komische Dinge. Ah? Es war so klar. Dann muss ich in irgendeine Röhre oder was? Ah, verstanden. In die unten, in die da. Die rausragt. Okay, da ist jetzt aber die richtige. Oh, Gott sei Dank. Ah ja, was ein Quatschlevel. Was ein Quatschlevel. Aber weg ist es. Weg ist es. Uff. Find Me von Beaufort 3. Den hat man schon ein paar Mal. Da gucke ich jetzt nicht nochmal nach. Ja, habe ich leider gerade nicht da. Sorry. Wir spielen jetzt also Me. We play minigame. Nice. You must find the enemy that behaves abnormally. This could be the odd enemy out. Or the one that doesn't follow its normal vanilla behavior. Okay. Wer komisch ist, ist der Feind. Press B to select with your Wii pointer. Alles klar. Okay. Okay. Okay, das klingt interessant. Also, wer verhält sich komisch? Ah, der ist halt schneller als die anderen. Hä? Hä? Der ist langsamer, oder wie? Ah. Gecheckt. Der hat geschossen. Die machen alle das Gleiche. Keine Ahnung, welcher ist denn komisch? Hä, dann ist der komisch, aber warum? Ist der langsamer? Hä? Gar nichts ist komisch. Alle drei Plattformen, alle vier Plattformen passen. Hä? Okay, von vorne. Dann habe ich zumindest auch mehr Zeit. Hä, was war denn jetzt? Was war jetzt an den... Nichts war komisch an den Plattformen. Ich habe alle vier durchgeklickt. Also das war der hier. Der hier. Hä, ist jetzt woanders? Der hier oben war's? Okay, die sind... Die sind random positioniert. Das ist ja cool. Das ist nie das Gleiche. Irgendwie wirkt die komisch. Ah. Ist eine schneller als die anderen? Die ist schneller. Ich krieg sie nicht. Ich krieg sie nicht. Ah, die war's nicht. What? Ich bin schon schlecht. Ich bin schlecht. Was war jetzt an der
unteren komisch. Nochmal. Aber gut zu wissen, dass ich immer wieder neu gucken muss und es nie der gleiche ist. Also der ist schnell. Jetzt ist aber der hier wieder. Jetzt ist auch wieder der hier. Ah, vielleicht gibt es einen Anfang, wenn es jetzt der hier ist. Ne, der hier, okay. Es ist wirklich, wirklich immer unterschiedlich. Die bewegt sich komisch. Ach, eine fährt in die andere Richtung. Ich bin ja dumm. Okay. Der springt höher. Der ist in die andere Richtung gedreht, aber heißt das, dass der ist? Nein. Der ist in die andere... Hä? Nee. Nee, die sind... ja, ist gar nicht die Richtung. Der springt weniger hoch. Nee. Hä? Okay. Oh, das war's schon. Ich hab's bei den Ninjis nicht ganz verstanden, aber es war eine coole Idee. Das war eine coole Idee. Oh. Oh. Da ist der Switch, wo es hieß, da braucht man mehr als einen Part oder mindestens einen Part für. Okay, na dann gucken wir doch mal rein. Wait. Ah. Under Construction. Gucken wir doch mal, ob das wirklich so lang ist, das Level. Ich habe komplett nicht realisiert, dass die runterkommt. Aber ja, es ergibt Sinn. Hoi, joi, 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 meine Nerven. So, die sterben da alle weg. Oh ne, Yoshi kommt hoch. Komm her, Yoshi. Jo, und die kommen hinterher. Ah, ich wollte eigentlich einen Beach Jump machen. Andererseits, wahrscheinlich muss ich den einfach mitnehmen hier, oder wie? Ja, wir machen einfach Beach Jump, ist okay. So. Nein. So. Das ist jetzt mit den Kugeln ein bisschen ungünstig. Das ist jetzt auch ein bisschen ungünstig. Okay, der muss weg. So. Dann habe ich hier meine Ruhe. Aber ich meine, so lang kann das Level ja gar nicht sein. Irgendwann ist ja auch der Screen-Dings erreicht. Die Screen-Grenze. Einfach aushalten. Nicht, stell dich nicht so an, Kerl. Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Mach hier keinen Quatsch. So, fallt runter. Tschüss. Sag mal, kannst du einfach runterfallen, du Kollege? Ach so, Screengrenze. Ja, gut. Es kann natürlich auch mehr Räume geben. So ist nicht. Da habe ich nicht dran gedacht, dass das passieren kann. Das wollte ich nicht. Oh, schade. Wo würde ich jetzt eigentlich starten, wenn ich nicht... Ah, okay, meinetwegen. Versuchen wir es mal ordentlich.
Es sieht ja schon recht machbar aus, ne? Nice. Cool. Mama mia, I have accidentally swallowed a P switch hole. Thankfully I can press LR to toggle it. Oh nein! Wait, what? Oh Gott. Jo, macht euch mal weg da. Oh, die machen sich nicht weg. Das ist eine Sprite-Decke. Oh Mist. Oh Gott, das wird jetzt... Okay, da unten kann ich noch stehen. Sehr gut. Mist. Nice. Ah, das war nicht, was ich wollte. Das war auch nicht, was ich wollte. Hä, warum? So, das war, was ich wollte. Egal, den nehmen wir, den Hit. Das war nicht, was ich wollte. Das... Ach, Mann! Das ist jetzt halt wieder so eine Geschichte, na, mit... Ich meine, das geht jetzt noch mit ohne Controller. Aber es ist schon wieder unangenehm. So viel LR-Kram in dem Level. Also in dem Hack. Nicht gut. Voll die Diskriminierung von Leuten, die Hilfe! Nur mit Tastatur spielen. Warum springt der nicht? Mario! Aber die Idee ist schon witzig. Toll. So, jetzt einfach rüber. Jetzt ist die Pflanze... Oh. Ah, ich habe eine Idee. Das war nicht die Idee. Besser. Das müsste jetzt funktionieren. Nee, geh doch heim! So, wenn der weg ist, mach ich rüber. So, meine Güte. Ich hoffe, das Gimmick ist jetzt durch. Okay, ja, ich kann nichts mehr tun. Gut. Ah ja, ich muss die killen vorher. Das ergibt natürlich Sinn. Jetzt muss ich also immer verhindern, dass der dann aufgedrückt wird. Okay. Ja. Okay. Ah, die obere muss ich treffen. Jetzt habe ich nichts zum Durch... Hä, hätte ich eine Shell noch haben müssen? Hä, ich habe keine Shell... Wo hätte ich jetzt noch eine Shell? Hä? Ach so, von einem Koopa. Mensch, wo könnte ich nur eine Shell hernehmen? Puh. Ich weiß auch nicht. Wo könnte ich nur eine Shell herbekommen? Null. What? Ach so. Verstanden. Ah, verstanden. Moment, wie machen wir das am blödsten?
So, aber ich darf die ja nicht verlieren. Ah, nee, doch, darf ich. Muss ich sogar. Jetzt muss ich da drüber. Okay. Aber wahrscheinlich muss ich das wieder mitnehmen. Safe muss ich das wieder mitnehmen. Ich muss das besser positionieren. Na, so kriege ich es nämlich nicht wieder. Alter, bin ich dumm? So. Ach so, brauch's hier schon wieder. Okay. So, da habe ich wieder meine Shell. Vielleicht sollte ich den Part beenden. Es scheint mir wirklich noch ein etwas längeres Level zu werden. Ich glaube, ihr hattet recht. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Wait, das wollte ich nicht. Wollte eigentlich die Shell wieder haben. Ich glaube, das geht aber gar nicht. Egal. Ja, geht da. Da kommt die in die Tür. Mann. No spin. Tatsache. Sachen gibt's. Ich muss den Block bestimmt mitnehmen. Oh, da ist ein Pilz drin gewesen. Tschüss, Pilz. Naja, also wenn ich jetzt noch den Block dabei haben müsste, wäre das komisch. Das kann nicht sein. Jo, was ist mit diesem Switch Palace los, Alter? Das war fies. Aber ich bin so weit gekommen. Schade. So, warten wir hier einfach, bis die Pflanze weg oder so. So, ach nö. Ich bin so schön ausgewichen. So schön unter der Pflanze durch und dann muss ich mich hier von dieser blöden Shell treffen lassen. Oh, ärgerlich. Dann machen wir es doch so. Dann machen wir es doch einfach gleich so. Hui. Jo, ist ja gut jetzt. Ach Mann. Ach Mann. Wieder hier. So. Ich wollte gerade sagen, die müssten sich doch gegenseitig killen. Nice. Du da. Oh, ich hätte gern mal eine zum Mitnehmen. Okay. Ich dachte, das kommt nicht durch. Wozu ist denn da überhaupt dieses Ding, wenn es nichts ausmacht? Alter, was? Dieser Switch will nicht aufhören. Hi. Vor allem, das sind ja mittlerweile könnte es einfach ein komplett eigenes Level sein. Wir sind ja nicht mal mehr in einem Switch. Es ist einfach mittlerweile ein ganz normales eigenes Level. Was zur Hölle? Warum? Ist hier alles drin gelandet, was keine Verwendung gefunden hat, oder was haben die hier gemacht? Oh. Das hat mit dem Switchen überhaupt nichts mehr zu tun jetzt. Oh, cool. Und es ist auch vorbei. Falsche Taste. Aber da war ein X, ich wollte X drücken. Ich glaube, ich habe nicht X gedrückt.
Ah! Ich habe wirklich den Eindruck, die haben mir einfach alles eingebaut, was im Hack keine Verwendung gefunden hat. Der gelbe Switch-Palast ist die Müllhalde von allen Level-Ideen anscheinend. Oh mein Gott. Aber ich kann mehrere spawnen, das ist cool. Aber ich kann die nicht in die Hand nehmen, das ist nicht cool. So, jetzt komme ich hier durch. Da wollte ich nicht hin. Kann ich einfach da drauf stehen? Nee, kann ich nicht. So. Das hat nicht gereicht. Aua! Dann eben so. Ach, das funktioniert ja nicht. So, und jetzt wieder hoch. Ja, gut. Oh, das war blöd. Oh. Das war ein bisschen dumm. Alter, gut jetzt. Was ist das für eine Musik, Alter? So, wie machen wir das? Ach so, verstanden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was? Okay. Eieiei. Hä? Aber die gehen ja nicht kaputt, die Dinger hier. Hä, wie hätte ich da hoch? Nein. Ach so. Er hier? Also nicht so. Oh shit, wie mache ich das denn jetzt? Er müsste Yoshi für... Ach so! Oh Leute, ich kann das ein bisschen spammen. Okay. Ah, dann muss ich's... Ah! Jetzt habe ich's verstanden. Dann muss ich mit dem Spam Yoshi füttern. Lel. Okay, das ist lustig gewesen. Das nicht. So. Das tut es trotzdem weh. Okay. Okay. Ah, das macht gleich alles kaputt. Verstanden. Aber im Grunde würde es ja reichen. Ach so, nee, da, weil ich nicht mehr runterkomme. Okay. Das muss alles kaputt machen. Das ist jetzt nicht so gut. Okay, es muss alles kaputt machen. Aber ich muss erstmal begreifen, dass ich ganz viele von den Dingern machen, setzen kann. Das war eins zu wenig. Stell mich aber auch an.
So, jetzt. Easy. Okay, Gimmick vorbei. Wait, what? Wie geht das denn? Was? Zum Teufel. Wie geht das denn? Das ist jetzt, das kann doch jetzt eigentlich nur eine Illusion sein. Letztendlich spielen wir doch trotzdem ganz normal 2D. Aua. Also das kann eigentlich nur in der Darstellung anders sein. Könnte ich mir vorstellen. Na, wenn man sich das so anguckt, theoretisch, ich glaube, wir bewegen uns ganz normal auf einer geraden Plattform. Es sieht nur so aus, als ob es sich krümmt. Das ist ja wild. Oh, vorbei. Okay, ich muss da hochkommen. Schade. Dachte, ich komme durch. Ah, die Bienen sehen jetzt zumindest mal nice aus. Das sind nicht so die komischen Bienen. Das sind richtig coole Bienen. Ich habe hier Zeit. Ich muss mich nicht hetzen. Alles gut. Ah, Mist. Ich habe nicht nachgedacht. Ich dachte, es geht genauso wie hier. Aber geht nicht wie hier. Aber ich muss, glaube ich, trotzdem gleich hoch, weil sonst, wenn der da drin landet, ist vorbei, ne? Ja, ja. Okay. Okay. Easy. Und wir sind durch. Ja, wie komm ich? Hä? Ach so. Man kommt einfach durch. Was? Alles explodiert, alles macht die kaputt. Ach so, ich muss dafür sorgen, dass die weg sind. Und wenn die weg sind, kann da nichts mehr explodieren. Oha. Und hier auch. Stück für Stück alle kaputt. Und dann kann ich da runter. Oha. Okay. Was ist passiert? So. Das war falsch, offensichtlich. Wait, was muss ich da tun? Ah, verstanden. Nee. Hab ich gedacht. Scheiße.
Habe ich mir so gedacht, dass ich es verstanden hätte, ne? Ich muss ja die Kugel da links, rechts loswerden. Irgendwie. Aber, naja, so werde ich ja nicht los. Ja, aber wie werde ich die los? Das nützt mir ja nichts. Ah, verstanden. Ich stell die hier hin. Stupst die an beim Hochspringen, dann schießt die dahin und die Bombe springt aber in dem Moment. Ne, die Bombe springt. Doch, die Bombe springt in dem Moment auch hoch. Und dann kann nichts mehr passieren. Na, also so. Genau. Oh, lol, 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 lol. Alter, was bist du denn? Lösch dich. Kann die Bombe gefressen werden? Dazu? Ah, ich muss in die Tür rein, oder was? Dafür muss ich die Yoshis wegkicken. Matt Knutschi. Ja, das Level will nicht aufhören, ne? Yo! Das Level will nicht aufhören. Ich sollte den Part beenden. Au. Machen wir jetzt wirklich. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Uff. Ich brauche nämlich auch eine Aufnahmepause. Also ich muss jetzt tatsächlich hier nicht nur den Part beenden, sondern auch die Aufnahme. Ja.